Hey ho und herzlich willkommen! Willkommen zurück eventuell zu Subnautica! Ja, ich bin der Vorbuddler, ich begrüße euch recht herzlich. Nippelfische sind auch wieder mit dabei. Wir stehen hier unten am... Da ist er. Wir stehen hier unten am Lava-Castle, mitten in der Lava-Zone. Und ja, ich muss jetzt aussteigen, leider. Nee, aber machen wir schon. Ich hoffe, ihr bleibt bei mir, lasst mich hier nicht alleine. Und ich wünsche euch vor allem viel Spaß dabei. Ey, das war aber jetzt hier eine Volltrefferlandung, ne? Super geparkt. Was ist denn los? Hau ab! Leg dich nicht mit mir an, du vergifteter Grünzwerg. Keine Ahnung. Oh, Leute, falls euch gefällt, dann vergesst bitte nicht, haut auf den Like-Button. Und alle Neuen bitte ich doch, mal in Erwägung zu ziehen, den Kanal zu abonnieren. Diesmal sage ich sogar richtig. Ja, also nochmal jetzt kurzer Rückblick. Wir sind also mit dem U-Boot mal hier runter. Ich habe es mal gewagt. Es hat ganz gut geklappt. Wir haben ein furchtbares Monster entdeckt, was uns allerdings noch in Ruhe gelassen hat. Die Warper, vor denen sind wir relativ sicher im Schiff. Und ja, das war mein Hauptgrund. Und jetzt sind wir ganz unten in der Lavazone, weil die Geschichte uns hier hinführt. Wir brauchen auch noch Ressourcen, die ich hoffe hier zu finden. Und ich habe jetzt in der letzten Folge noch diesen Eingang hier entdeckt zu, was weiß ich, also Lava Castle, keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Ach, hüpfen wir mal runter, ne? Ei, schön ist es ja. Schön ist es ja schon mal, da kann man ja nicht meckern. Ach, und da sind ja auch wie praktisch, hier sind auch schon mal, was ist das denn? Ein neues Ei, das kenne ich noch nicht. Nehmen wir mit, wollen wir mal im Aquarium sehen. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was ich die ganze Zeit schon suche. Kristalliner Schwefel. Ja, Playlist ist da von Subnautica. Die letzten Folgen kann ich euch sehr empfehlen. Sehr spannend. Geschichte ging ganz gut voran. Viele neue Sachen gebaut und ist immer schön. Ein bisschen hektischer sind die Folgen jetzt geworden, weil es wird aufregender, sag ich mal so. Und, ach, guck mal hier, Kyanit. Mal eben locker in netten kleinen Häppchen verpackt. So, dass wir das bloß aufheben können. Na, nimm's dir. Ja. So, mal eben entspannen. Hier scheint es weiter runter zu gehen. Gehen wir mal hier einfach lang. Nehmen wir ruhig mal ein paar Sachen mit. Ja, mit dem mal treffen, das muss ich auch noch üben, ne? Ja, jetzt weiß ich nicht, wie groß die Dinger sind und was wir noch finden. Lass ich es erstmal bei einem. Da ist nochmal Schwefel, das ist sehr gut. Oh, Wahnsinn hier. Ich glaub's nicht. Oh! Ei, verpipscht. Was ist denn nur los? Leute, Kindersmädels, ich glaube, wir haben eine Entdeckung gemacht. Hab ich jetzt meine Platten eigentlich dabei? Ah, ich sehe schon wieder kommen. Dass ich hier. Jetzt habe ich. Ah, ja, gut. U-Boot parkt ja oben, kein Problem. Müssen wir nochmal zurücklaufen. Wie kommen wir denn rein? Ein Warper. Nicht gut. Kann ich da vielleicht auf so einen Balkon da springen? Ich glaube, das ist zu eng, ne? Komme ich nicht rein. Kann ich auf so einem Kabel landen? Das wäre ganz praktisch. Wow, okay. Leider ist auf der Seite auch kein Eingang zu sehen, ne? Wo ist der Warper? Angst vor den Warpern. Ein neuer Tiefenrekord nach dem anderen. Hopp! Ja, wie gut, dass der Krebsanzug wirklich hitzeresistent ist. Auf der Seite ist auch kein Eingang zu sehen. Oh, mach mich nicht schwach hier. Versuch mal,
Da ist der Warper. Oh. Pass auf, wir versuchen mal da oben auf das Kabel zu springen und erstmal gucken, ob der uns irgendwie sieht. Ein bisschen verstecken. Keine Ahnung, ob das was bringt. Aber hier sehe ich irgendwie nichts, was irgendwie nach Eingang aussieht. Ja, macht's euch gemütlich, Kinders, ne? Lehnt euch zurück. Genießt die Show, hier kann ich nur sagen, während ich jetzt hier den ganzen Stress habe. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal eine Baldrian oder sowas. Ich habe es in der letzten Folge erwähnt, dass ich so weit im Spiel noch nie war, auch in meinem privaten Spiel nicht. Das ist schon so lange her, da war die Story auch noch nicht zu Ende entwickelt, glaube ich. Und inzwischen versuche ich ja auch mal wirklich in der Story weiterzukommen hier, um mal zu erleben, wie das alles, wie wir hier wieder wegkommen. Oh, das klappt sogar. Ah, ein bisschen zu weit. So, haben wir denn hier mal irgendwas von dem Eingang? Ach, da oben ist auch was, guck mal. Da! Oh, ja, ich höre den Warper. Komm, schnell da rein, schnell da rein. Komm. Ey, wow. Boah, ich glaube, hier sind wir sicher. Ich gehe mal noch ein paar Schritte. Was ist los? Sind denn das hier für üble Geräusche? Kann man das mal aufhören? Ah, eine neue Alien-Station entdeckt. Sehr gut. Hier ist auch gleich eine Tür, ne? Ah! Oh! Ja, seht ihr, und das habe ich befürchtet. Oh! Oh nein, was ist denn das hier alles? Wie cool! Ja? Kann ich den hier mit abbauen? Klar, wir kommen jetzt erstmal hier, machen alles kaputt wieder, ja. Oh, tatsächlich, das klappt. Zwei Stück. Ja, pass auf, gucken wir erstmal alle Wege ab. Warte mal, ich... Lass mich mal eben aussteigen. Habe ich mir doch gedacht, hier ist gar kein Wasser drin. War doch nie in den Alien-Stationen. Die sind doch nicht überflutet. Wie cool. Kann ich hier durchlaufen? Ach, was brauchen wir hier? Lila, habe ich dabei im U-Boot. Ich habe eine dabei. Oh, Moment, habe ich sogar... Nee, habe ich im U-Boot gelassen. Sicher ist sicher, ne? Ja, gut. Muss ich nachher nochmal zurück. Ist ja kein Problem. Erstmal sowieso umgucken. Das ist so schön, ne? Das ist so schön. Man kann es gar nicht glauben. Ich liebe es. Wirklich. Oh, hier ist doch noch ein Ausgang irgendwie. Haben wir wohl nicht gesehen von außen. Moment, das ist da hinten gegenüber. Hm. Hätten wir eigentlich sehen müssen. Kann ich scannen? Es bewegt sich! Oh. Ich geh mal lieber weg. Das sieht stark aus. So, was haben wir hier? Ups. Ein Portal, ne? Ja, eins fehlt uns noch. Ah, das müsste uns, wie war das denn noch, auf die Insel zurückbringen, auf die zweite Insel, wo auch die Alien-Station steht. Gut, gucken wir mal. Ionenwürfel habe ich jetzt im, ich meine doch, also... Ich hatte doch welche extra hier. Hier, jawohl. Komm, nehmen wir lieber noch einen mit. Für den Fall, dass wir auf der anderen Seite auch noch einen brauchen. Das wäre dann etwas blöd. Wir checken das natürlich jetzt mal eben, wo wir hier auskommen. Ja, tu das Ding mal da rein. Sehr gut. Ja, von den Dingen haben wir schon mal welche entdeckt. Aber auch noch einen stillgelegten, ja, ist glaube ich, tatsächlich in dieser anderen Alien-Station, oder? Oben auf dem Berg. Ah.
ist auch aktiviert, na gut. Ja, wir sind jetzt hier direkt wieder in der Kanone, wo man auch geprüft wird, ob man noch infiziert ist und so. Das ist ja praktisch. Kommen wir schnell wieder hin und zurück. Ja, super. Dann laufen wir direkt wieder zurück. Hier kennen wir uns schon aus. Aber dann haben wir auch dieses Portal aktiviert. Ein Erfolg, würde ich mal sagen. Das ist definitiv ein großer Erfolg hier. Wow. Ups. Müssen wir ein bisschen schwummerig. Okay. Gut, dann haben wir da geguckt, dann haben wir das Portal aktiviert, dann haben wir hier das gesehen, dass wir eine lila Platte brauchen. Aber hier ist noch ein Gang, ne? Gehe ich lieber mit dem Krebshut. Weiß ja nicht. Diese kleine Roboterspinne, die fand ich cool. Das ist aber merkwürdig hier. Oh, okay. Weiter geht's. Noch ein Ionenwürfel, noch eine Roboterspinne und mal gucken, ob ich die so futzeln kann. Oh, zerstört. Sehr gut. So, dann haben wir hier ein Portal und da nochmal was zum Öffnen. Was brauchen wir da? Hoffentlich eine Orange, da habe ich nämlich auch eine dabei. Ich habe von beiden Sorten jeweils eine mitgenommen. Ach nö, auch eine lila Platte. Ja gut, die können wir uns aber an Bord herstellen. Ich habe ja einen Fabricator an Bord vom... Nehmen wir die mal mit hier. Was haben wir denn da noch? Ja, Kinders. Oh Gott, ja gut. Dann werde ich mal... Was hier? Integrating new PDA data. Super. Finde ich gut. Ja komm, dann müssen wir zurück zum Zyklopen. Noch eine lila Platte herstellen. Das machen wir. Moment mal. Hier. Zwei Diamanten brauche ich dann nämlich. Oh ja. Ja, okay. Hoffentlich finden wir jetzt hier welche. Ja, muss ich mal schauen. Jedenfalls. Ich denke mal, können wir ja schnell wiederfinden. Das ist hier schön am Lava Castle. Scheint da so richtig in dem Berg drin zu sein, ne? Dieses ganze Ding. So. Portal ist aktiviert. So, hier raus und dann glaube ich, muss ich rechts. Wenn ich mich richtig erinnere. Da oben irgendwo hin, ja? Durch das Loch. Genau. Sind wir wieder in der Lava-Höhle hier. Können wir das Ei doch noch mitnehmen? Ich glaube, ich habe das zerstört, ne? Das ist also... Du solltest das eigentlich nur nehmen und nicht zerkloppen. Jetzt haben wir Rührei gemacht, auch gut. Versuchen wir es bei dem nochmal. Was war das denn? Hallo? Schubst mich hier jemand oder was? Einsammeln. Komm, ganz vorsichtig. So geht das genau. So, da vorne geht's lang. Das für ein grüner Qualm da vorne. Will ich gar nicht wissen. Magnetit. Diamanten bräuchte ich jetzt. Zwei Stück sogar. Oh. Ja gut, müssen wir mal ein bisschen Risiko eingehen und mal schauen, dass wir hier noch irgendwelche Steinpickel finden. So, unser Zyklop ist ja direkt über uns. Aber vielleicht mal ein bisschen versuchen, hier rumzukraxeln. Vielleicht funktioniert das ja ganz gut. Ja, hier können wir auch direkt nochmal ein bisschen bohren. Alles ausnutzen hier, was wir kriegen können, bis der Speicher voll ist. Ich traue mich natürlich jetzt nicht hier irgendwie runter zu springen an der Seite, weil
Das muss ich erstmal schauen, ob wir hier auch wieder hochkommen. Okay. Das sieht gut aus. Was ist das da? Da ist ein Warper, ne? Ja. Ach du meine Güte. Von hier oben mal lang. Das ist eigentlich ganz gemütlich hier oben. Ja, soll was sowas suchen, wo? Gold. Ah, schade. Ist ja dann immer so, ne? Findet man alle möglichen Stuss, nur nicht das, was man braucht. Wollen wir da oben noch versuchen? Warper da hinten. Die sind so übel. Ich werde gar nicht müde, das zu betonen. Das ist so ein plumper Quatsch, da machen wir mal lieber hier so einen Sprung vielleicht. Ja, ich sag mal so. Man kann hier bestimmt wieder irgendwo raufhüppeln, so wie es aussieht. Ich bin jetzt mal ein bisschen rumgerannt. Und ich denke mal schon, dass man irgendwo wieder einen Weg findet, wo man rauf kann. Ihr seht, das ist eigentlich ganz gut gemacht. So, gehen wir mal ein bisschen spazieren. Uah. Diamant. Einer. Super. Super, super, super. Also, yeah! Ne? Ja, wo wir gerade so schön zusammen hier durch die Gegend gehen, kann ich auch noch mal ein paar Dankesworte loswerden, mal wieder so zwischendurch. Muss man ja ab und zu mal machen. Ich weiß, dass die Serie hier auf meinem Kanal nicht besonders viele Aufrufe bekommt. Allerdings die Aufrufe, die Serie bekommt, sind ganz gut, ne? Also vielen Dank an euch, dass ihr... Ha! Ja, war mir klar. Hau ab! Ich schlag dich tot. Echt. Ich mach kurz einen Prozess mit dir. Und du auch mit mir. 88% noch. Ja. Dem hat das wohl nicht gepasst, dass ich mich hier so bei euch bedanke. Fürs Zusehen und so. Ich sag ja immer, wer sich das hier nicht anguckt, ja, und nicht für dieses Spiel interessiert, ja, dem ist auch irgendwie nicht zu helfen. Was willst du da machen? So, pass auf, ich bleib jetzt hier unten, das ist eine ganz gute Stelle, ein bisschen in Deckung. Und werde mal eben reparieren. Ja, ist halb so wild, ne? Jo. Okay. Da, da ist wieder der Große. Ich brauche noch einen Diamant, dann bin ich wieder weg. Da vorne liegt noch irgendwas. Das sieht gut aus. Gold. Da vorne ist noch was. Nickel. Nicht so lange stehen bleiben, ist mir nicht geheuer hier. Ach, hier hat man noch einen schönen Blick auf dieses Lava Castle. Was? Oh! Nein! Mann, reg dich doch nicht so auf. Wenn
mein Krebs hat so nicht so unheimlich langsam wäre. Aber hier so rum. Wieder so ein bisschen abtauchen hier runter. Ich krieg zu viel hier. Oh nein, 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 er kommt, er kommt, er kommt. Ah, Hilfe. Ach, da liegt mal was. Moment, nicht so schnell. Lithium. Diamant, ich will Diamant. Komm, hier muss Diamant irgendwo liegen. Diamant! Hurra! Hurra! So, jetzt müssen wir nur zurückkommen. Möglichst heilen in einem Stück. Der sieht ja aus, unglaublich. Ja, jetzt kreuzt der da. Ja gut, jetzt müssen wir zum Lava-Castle zurück. Ich denke mal, ich halte mich weiter unten. So, jetzt habe ich da unten natürlich direkt einen Warper gesehen an unserem U-Boot. Weil hier ist ein bisschen enger. Ich denke mal, kann ich mich vielleicht ein bisschen besser verstecken. So, jetzt schön die Klappe stellen. Na also, aber jetzt erstmal ausladen. Dass wir das nicht alles so im... Oh, die sind doch ganz groß. So, brauchen wir natürlich einige Sachen. Die beiden... Tun wir mal alles raus. Alles, was geht. Ah, dann packe ich das mal eben in die Schränke. Bis auf die Diamanten natürlich. Bisschen Licht kann ich schaden. So, dann stellen wir uns mal so eine Platte her. Lila Platte, genau. So, brauchen wir sonst noch was? Noch die andere lila Platte. Wo habe ich die jetzt hingeräumt? Da vorne, glaube ich. Ja, hier ist sie. Ja, komm, nehmen wir die auch noch mit. Sicher ist sicher. Habe ich jetzt frei jetzt nicht gesehen, dass wir eine brauchen. Aber wer weiß, was noch in diesem abgeschlossenen Raum ist. Oder den Räumen. Okay, dann haben wir das, ne? Dann haben wir soweit. Merkt ihr das, Leute? Wir bewegen uns. Es ist nicht gut. Irgendwas passiert hier. Vielleicht sinken wir auch, wer weiß. Jedenfalls laden sich die Batterien gerade ein bisschen auf. Und wisst ihr, ich will das auch so genau gar nicht wissen. Gehen wir mal lieber mit unserem Zeugs und steigen aus. Hoffentlich ist unten jetzt noch genug Platz. Ich bin nämlich eine ganze Weile runter. Boah, okay. Ja, seht ihr mal, das ist irgendwie... voll am Wackeln hier, ja. Ja, aber kein Feind in der Nähe. Komm, kann so schlimm nicht sein. Nippelfische, ja. Klar, ich habe Ersatzzellen dabei. So, jetzt habe ich hoffentlich alles. Alles dabei. Alles am Start. Alles am Mann. Waren ja nur diese beiden Platten, die beiden lila Platten bislang. Und von dem unheimlichen Quarz haben wir hier unten noch ein ganzes Ding. So, hier wieder rüber. Brauche noch mehr kristallinen Schwefel, aber gut. Eins am anderen, Leute, eins am anderen. Jetzt ist das natürlich hier viel spannender. Unglaublich. Was? Ja, ja. Ist gut, ja. Okay, okay. Es war nett. Es war freundlich zu uns. Ist ja was ganz Neues. Komm her, komm zu mir. Ich hatte eine Vision.
Erstaunlich. Ich habe euch mal davon erzählt. Das hatte ich damals, glaube ich, nicht aufgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Schon lange her. Da bin ich irgendwo mal lang geschwommen, irgendwo hin und kriegte plötzlich auch so eine Vision. Und zwar, Moment, da können wir mal ja nachschauen. Wenn ich es jetzt finde auf die Schnelle, komm her zu mir. Ja. Und zwar, oh, es muss eine ganze Weile weg sein. Wer bist du oder so? Da ist es. Hören wir uns mal an. Ja, genau. Ne? Und das war so das erste Zeichen, dass hier vielleicht doch noch irgendeiner ist oder irgendwas. Was weiß ich. Fragen Daten aus Konsolen, Daten über Fossilien. Daten über Fossilien aus dem Vulkangestein, das beim Bau des fremden Kraftwerks abgetragen wurde. Eine Reihe von Entwicklungsrichtungen konnten ausgewählt werden. Genetische Abweichungen, Fremdzeichen, Daten über einheimische Organisationen, über Reste, 10.000 bis 1.000 Jahre stammen. Die Lebensformen in den Aufzeichnungen zeigen eine ungewöhnliche Überschneidung mit denen, die bisher auf 4, 5, 6 eingetroffen wurden. Ah ja. Massensterben. 1.000 Jahre alte Bodenproben enthalten eine 300% höhere Konzentration an organischen Überresten als heute. Die Daten untermauern ein Massensterben, das die Mehrheit der Arten ausrottet und schnelle Anpassung von vielen der Überlebenden erzwungen hat, ja. Klar, das ist dieses Virus, ne, was sich damals hier ausgebreitet hat. Dieses Grünpockenvirus. Kanaa oder so hieß das. So, Kinders, aber jetzt mal hier zur Sache, komm. Man gewähre uns Einlass. Dankeschön, Dankeschön. Tür ist auf. Was gibt's zu sehen? Da ist was. Das ist eine. Das muss ich scannen. Scannen. Alles durcheinander hier. Was ist los? Wo ist mein Scanner? Blöde Taschenlampe. Kein Mensch braucht Taschenlampen hier. Zack. Eine blaue Tafel, Leute. Eine blaue Tafel. Das ist neu. Eine blaue Tafel. Okay, wozu? Da schauen wir rein. Was haben wir hier für Informationen? Hier ist erstmal der Bauplan. Blaue Tafel tatsächlich. Kyanit und Ionenwürfel. Das ist ja einfach. Inzwischen. Inzwischen haben wir das ja genug. Ja, und hier ist noch irgendwo was. Wo haben wir denn hier? Daten aus Scans. Blaue Tafel. Glatt und kalt, mit einem blauen Licht, das ein fremdes Symbol erleuchtet. Was macht es? Es leuchtet blau. Das eine muss ich immer bringen, Leute. Ja, das ist alt, ich weiß, aber den muss ich immer bringen. Das einem großen Haar ähnelt. Wahrscheinlich dienten diese Geräte zum Teil als Sicherungsberechtigung für diejenigen, die sie erbauten. Ja, Zugangsdingensbums haben wir ja schon herausgefunden. Die brauchen wir immer als Schlüssel. Ihre Größe weist auf einen zusätzlichen Zweck hin, vielleicht persönliche Computer. Was auch immer der Fall sein mag, die Technologie ist weit über die der Menschheit hinaus. Ja, sieht auch so aus, ne? Muss ich schon sagen. Also auch das Design gefällt mir sehr gut. Warum haben wir immer nur solche komischen, langweiligen, eckigen Blöcke als Rechner? So Kisten. Und die haben hier solche schönen, kultigen Supersachen. Ja, das war es aber jetzt schon in dem Raum, ne? Ja gut, aber wir haben eine blaue Platte gefunden, keine Ahnung warum, aber das werden wir auch noch rausfinden, Leute. In der nächsten Folge, spätestens, oder danach, wer weiß. Schaltet wieder ein, damit ihr es nicht verpasst. Für heute bedanke ich mich recht herzlich, ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Nochmal der Hinweis, falls ja, dann bitte nicht vergessen, auf den Like-Button zu hauen und seht euch auch gerne noch auf meinem Kanal um. Oder seht euch die Folge nochmal an oder sonst was. Ich bin jetzt jedenfalls erstmal wieder in meinem Krebshut und dann gehen wir weiter nach unten. Da ist ja noch so ein Türchen. Das schauen wir in der nächsten Folge an. Bis dahin, bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen.